Was wir hier heute machen, ist eigentlich eine sehr tolle Idee, weil in einem Museum kann man sich wunderschöne Sachen ansehen und in Musik gibt es ja wunderschöne Sachen zu hören. Aber die beide zu vereinigen, ist ja ein sehr anregendes Konzept. Und das haben wir letztes Jahr gemacht mit einer Ausstellung aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das machen wir heute auch und möchten wir auch nächstes Jahr machen. Die Musiknacht finde ich eine sehr schöne und besondere Veranstaltung. Einerseits, weil sie eben ganz unterschiedliche Musikrichtungen und Musik aus verschiedenen Jahrhunderten zusammenbringt, aber andererseits eben auch der besondere Veranstaltungsort, nämlich das Museum und seine jeweiligen Ausstellungen. Die Mannheimer Schule war damals im 18. Jahrhundert ein sehr wichtiger Stützpunkt der musikalischen Entwicklung. Die neue Musik kam aus Italien und der Kurfürst hier, Karl Theodor von Mannheim, hat die besten Instrumentisten, die besten Musiker der damaligen Zeit eingeladen. Die kamen aus Böhmen, aber auch aus Italien, auch aus dem Norden und so weiter und haben diesen neuen Stil entwickelt zu einem sehr eigenen, persönlichen Mannheimer Stil, der dann überall in Europa, vor allem in England und in Paris bekannt geworden ist, als sehr typisch für diese Stadt und für diese Gegend. Und darum ist es unheimlich interessant, von dieser Musik in ihrem eigenen Stil wiederzubeleben.